Wie schon in unserer letzten Folge angekündigt, reden wir heute über die Austrian Business Agency Invest in Austria. Dies ist die erste Anlaufstelle für ausländische Unternehmen und Investoren, die in Österreich eine eigene Gesellschaft gründen wollen. Als kostenloses Service bietet Ihr Team internationalen Investoren maßgeschneiderte Informationen, Unterstützung und Beratung. Mehr darüber erklärt uns mein heutiger Gast, Frau Magister Gelinde Garleitner, Direktorin zuständig für Südosteuropa, Großbritannien und Irland. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Fangen wir da mal an. Also Frau Garleitner, welche Services bietet die ABA für die ausländischen Unternehmen und Investoren an? Die Austrian Business Agency ist Österreichs Standortagentur. Wir gehören zum Wirtschaftsministerium, sind eine Tochtergesellschaft und haben drei Abteilungen, die sich alle drei um die Vermarktung des Standorts Österreich kümmern. Invest in Austria, die Abteilung, für die ich arbeite, für die Betriebsansiedlungen. Work in Austria für den Arbeitsmarkt für Fachkräfte und Film in Austria. Promoted Österreich als Drehort für ausländische Filmproduktionen. Trotz des Corona-Jahres, letztes Jahr 2020, konnten wir ein sehr gutes Ergebnis erreichen. Wir haben 353 internationale Firmen bei ihrer Niederlassung in Österreich beraten. Diese Firmen werden in den nächsten zwei Jahren über 2000 Arbeitsplätze schaffen und über 580 Millionen Euro investieren. Vielleicht auch noch eine Gesamtzahl: die ABA feiert nächstes Jahr 40-jähriges Jubiläum und bis dato haben wir 12,2 Milliarden Euro an Investment nach Österreich gebracht mit Firmen, mit ausländischen und internationalen Firmen, die wir zum Standort beraten haben. Ich möchte auch noch mal herausstreichen, dass der Service und die Services der Austrian Business Agency komplett kostenlos sind für Investoren, für Firmen, für Startups. Unser Office ist in Wien und wir beraten persönlich oder auch per E-Mail oder online, je nachdem, wie der Kunde oder die ausländische Firma das gerne haben möchte. Nehmen wir an, dass ein kroatischer Unternehmer sich diese Folge anschaut und überlegt, sich in Österreich eine Niederlassung zu gründen. Wie kann die ABA dieses kroatische Unternehmen unterstützen? Da ist einmal bei der ABA in allerbesten Händen. Grundsätzlich wäre es wünschenswert, wenn der Unternehmer so früh als möglich zu uns kommt. Wir beraten während des ganzen Ansiedlungsprozesses, aber auch nachher. Und um eine bestmögliche Beratung durchführen zu können, wäre es schon sehr frühzeitig nötig. Wir beginnen meist mit generellen Informationen über Österreich, wie zum Beispiel Marktdaten oder Informationen zu welche Unternehmensformen gibt es, hin dann auch zu der Standortsuche. Wir unterstützen hier bei der Suche nach einem geeigneten Büro oder nach einer Halle oder nach einem Grundstück, je nachdem, was gewünscht wird. Dann informieren wir auch über Förderungen, Finanzierungen und auch zum Arbeitsmarkt Österreich. Wünschenswert ist hier natürlich auch, dass der kroatische Unternehmer einen Businessplan hat, eine Idee und auch schon eine Idee über die Finanzierung. Weiters informieren wir dann auch zu allen anderen Themen, die anfallen. Und wir haben auf jeden Fall ein sehr großes Kontaktnetzwerk in Österreich, mit dem wir dann den kroatischen Unternehmer auch sehr gerne vernetzen können. Wir haben Kontakte in sehr vielen unterschiedlichen Sprachen. Wir arbeiten auch sehr eng mit den Bundesländeragenturen der neuen Bundesländer zusammen. Und vor allem, wie Sie schon erwähnt haben, auch zu Beginn beim Eingangsstatement, wir sehen uns als erste Anlaufstelle für ausländische Unternehmen, Startups und Investoren und auch als One-Stop-Shop, also die Kunden kommen zu uns, wir beraten sie und wir vernetzen sie dann auch zu den richtigen Kontakten. Im letzten Jahr gab es 353 Firmenansiedlungen in Österreich. Was macht unser Land so interessant für innovative Startups? Österreich hat schon seit langem eine sehr stark wachsende Startup-Szene und auch ein sehr dynamisches Ökosystem. Aus diesem Ökosystem sind auch Startups hervorgegangen, wie zum Beispiel Bitpanda, ein Fintech-Startup 2014. In Wien gegründet, ist das erste Unicorn in Österreich mit einer Bewertung von über 1 Milliarde Dollar. Und dazu gibt es dann auch noch sehr viele andere weitere Beispiele. Interessant in Österreich für innovative Startups ist vor allem für Startups und Scale-ups, die internationalisieren wollen, die Infrastruktur und die Lage, also der Zugang zu einem sehr großen europäischen Markt von Österreich aus.
dann auch Talent, Know-how, das wird sehr stark nachgefragt und ist sehr stark nötig. Hier haben wir auch in der dualen Ausbildung eine einzigartige Ausbildungsmöglichkeit in Österreich, wo die Ausbildung sehr praxisorientiert funktioniert und es werden auch immer zeitgemäß neue Berufsbilder aufgenommen, wie zum Beispiel auch Coding. Dann ist ein sehr wichtiger Punkt Förderungen und Finanzierung. Hier gibt es sehr viele öffentliche Förderungen in Österreich. Österreich hat ein sehr starkes Fördersystem. Es gibt auf Bundesebene zwei wichtige Fördergesellschaften und eben für Startups vor allem jene, die innovativ sind, die forschen und entwickeln, auch viel Möglichkeit, hier zu Geld zu kommen, zu Förderungen zu kommen. Es gibt auch eine lebhafte Risikokapitalszene und sowie auch Förderungen im Pre-Seed- und im Seed-Bereich. Und dann zum Schluss noch Förderung, ganz wichtig von öffentlicher Stelle, sehr, sehr viel kostenlose Förderung, sehr viel kostenlose Unterstützung wird den Startups angeboten über Agenturen wie zum Beispiel unsere, aber auch über die Bundesländeragenturen wie zum Beispiel Vienna Business Agency, über die Förderstellen oder auch über die Wirtschaftskammer. Hier können sich Startups sehr viel kostenlose Unterstützung auch abholen. Und reden wir, also das ist wirklich toll, also was Österreich alles für die Firmen und innovative Startups machen kann und welche Förderungen man hier anbieten kann, aber reden wir auch ein bisschen über die Investitionen. Konkret, also habe ich auf eurer Webseite gefunden, also ein paar Firmen, also werde ich jetzt hier ein bisschen ein paar Beispiele aus gewissen Branchen bzw. Sektoren nennen. Beispielsweise die Firma Böhringer Ingelheim hat in seinem Forschungsstandort in Wien 700 Millionen Euro investiert. Dann der Novartis-Konzern hat 200 Millionen Euro in die Produktion investiert und somit 200 neue Arbeitsplätze in Tirol geschaffen. Dann Pfizer investiert 50 Millionen Euro in seinen Standort Ort an der Donau, wo ein internationales Qualitätskontrollzentrum verwirklicht werden soll. Und all diese Beispiele sind aber nur aus der Pharmaindustrie. Aber es gibt auch andere Branchen, sicherlich in denen investiert wird. Also in welchen Branchen wird es am meisten investiert und aus welchen Ländern kommen diese Investitionen? Also der Life Science Sektor, den Pharmasektor, den Sie gerade genannt haben, ist natürlich eine der Fokusbranchen und bietet durch die gute Fördersituation in Österreich eine sehr große Attraktivität für die großen Corporates. Wenn ich aus der ABER heraus spreche, unser Hauptinvestor in Österreich von unseren betreuten Projekten ist Deutschland, gefolgt von Italien und der Schweiz. Von den Branchen konnten wir sehen, dass die meisten Unternehmen aus dem IT- und Softwarebereich kamen, die wir betreut haben und die sich letztes Jahr angesiedelt haben, gefolgt von Dienstleistungen, Elektrotechnik und Tourismus. Frau Galleitner, Sie haben vorhin erwähnt, dass es sehr viele Förderungen für innovative Startups gibt, aber gibt es auch welche für die internationale Firmen, die in Österreich sind? Ja, selbstverständlich. Auch internationale Firmen können Förderungen in Österreich beantragen. Voraussetzung dafür ist, dass sie einen Standort in Österreich haben. Sie müssen operativ sein und sie müssen auch Mitarbeiter angestellt haben. Aber wie Sie schon erwähnt haben, Förderungen sind sehr stark innovations- und forschungs- und entwicklungslastig. Österreich hat hier einen Fokus. Selbstverständlich gibt es aber auch Förderungen für Investitionen in Wachstum, für Tourismusprojekte, für umweltschonende Maßnahmen, für Export zum Beispiel. Die Förderungen sind meist Barzuschüsse oder zinsbegünstigte Kredite oder auch die Übernahme von Garantien. Es gibt auf Bundesebene und auf Landesebene Förderungen und auf Bundesebene haben wir zwei große Förderstellen. Einerseits die FFG, die Forschungsförderungsgesellschaft, die Innovation, Forschung und Entwicklung fördert. Und dann auf der anderen Seite die AWS, die Austria Wirtschaftsservice, die vor allem auch Investitionen in Wachstum fördert, Startups fördert und viele verschiedene Programme hat. Ich möchte hier auch noch mal ganz besonders hervorstreichen, dass sich Innovation, Forschung und Entwicklung in Österreich wirklich auszahlt, weil neben der direkten Förderung über die Förderstellen, die ein sehr breites Angebot haben, die thematische Calls haben, aber auch Programme, wo man jederzeit zu allen beliebigen Themen einen Antrag stellen kann, gibt es auch die Forschungsprämie von 14%. Wo sich forschungsintensive Firmen dann die 14% Steuerbonus wieder zurückholen können für die Forschungsausgaben. Was hier auch noch interessant wäre zu wissen, ist, wie funktioniert eigentlich eine Unternehmensgründung in Österreich? Welche Schritte gibt es da?
Die Unternehmensgründung ist sehr einfach in Österreich. Viele internationale Firmen wählen die Form einer GmbH, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die Firmengründung kann vor Ort durchgeführt werden oder auch elektronisch. 4 Schritte sind zu beachten. Der erste Schritt ist der Gesellschaftsvertrag durch einen Rechtsanwalt und einen Notar und die Bareinlage auf einer österreichischen Bank. Danach wird die Firma ins Firmenbuch eingetragen. Dieser Vorgang dauert circa 2 Wochen. Anschließend kann dann das Gewerbe beantragt werden. Das ist ein österreichisches Unikum. Jede wirtschaftliche Aktivität oder fast jede wirtschaftliche Aktivität benötigt eine Gewerbeberechtigung. Auch hier sind wir in der ABA sehr gerne behilflich, um abzuklären, um welches Gewerbe es sich handelt. Und zu guter Letzt muss natürlich auch noch beim Finanzamt die Steuermeldung durchgeführt werden. In Summe kann man sagen, dauert der ganze Prozess 4 Wochen. Es ist auf jeden Fall nötig, dass die Firma einen Sitz hat in Österreich, sprich ein Büro, und dass sie dann auch in Folge operativ tätig wird. Hier wäre auch interessant zu erwähnen, dass es insgesamt 195 kroatische Firmen in Österreich gibt und 20 Zweigniederlassungen. Und serbische Firmen in Österreich gibt es 126 und 8 Zweigniederlassungen. Warum sollte eine kroatische oder beispielsweise eine serbische Firma nach Österreich expandieren? Definitiv wegen der Markterschließung von Österreich aus. Österreich hat so eine zentrale Lage mitten in Europa und ist ein perfektes Eintrittstor in die Dachregion. Das ist die größte europäische Region mit einer einzigen Sprache und hat circa 100 Millionen Einwohner und eine überdurchschnittlich hohe Kaufkraft. Das heißt also, in Österreich können Firmen ihre Produkte oder Dienstleistungen viel günstiger testen, also Österreich quasi als Testmarkt, um dann die Produkte und Dienstleistungen für den Launch in das größere Dachregion, also nach Deutschland, vorzubereiten. Ein weiterer Grund ist natürlich für mich auch der Innovationsgedanke, vor allem innovative Firmen, Firmen, die forschen und entwickeln, haben in Österreich auch gute Chancen aufgrund des Ökosystems und aufgrund der Fördersituation. Also jedes Unternehmen und jede Investition ist bei der Austrian Business Agency in guten Händen. Frau Geiladner, vielen Dank für das Gespräch. Wenn Sie in Österreich investieren wollen oder Ihr Unternehmen hier ansiedeln oder gründen wollen, ist die Austrian Business Agency absolut die richtige Adresse. Gehen Sie einfach auf www.investinaustria.at und bekommen Sie maßgeschneiderte Informationen, Unterstützung und Beratung für Ihr Unternehmen. Mehr über die Servicestelle und Relocation Services der internationalen Fachkräfte reden wir in unserer nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen.